Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntag. Ja, wie versprochen, jetzt das Thema, wie rede ich am besten mit meinem Herzblatt oder mit dem jeweiligen Gegenüber, damit es auch ein konstruktives Gespräch wird und nicht, ja, dass derjenige sich angegriffen sieht, wegläuft, zumacht, nicht mehr mit dir redet und du keinen Millimeter weiterkommst. Davon gibt es genug. Das wissen wir und wir wollen ja schließlich weiter und nach Möglichkeit auch mit unserem Herzblatt. Ja, ich möchte da noch mal ansetzen, wo ich beim letzten persönlichen Video aufgehört habe. Es gibt diese Botschaften, die sich Ich-Botschaften nennen. Das heißt also, ich fange die Sätze mit ich möchte oder ich verstehe das nicht, kannst du mir das bitte erklären? Ich habe das im Prospekt gesehen, diesen Urlaubsort, diese Veranstaltung, dieses Konzert und das interessiert mich, da würde ich gern mit dir hinfahren. Ja, also all das, sicherlich auch der Gegenpart dann, das verstehe ich jetzt nicht, kannst du mir das bitte erklären oder ich komme jetzt damit nicht ganz klar. Kannst du mir das verständlich ausdrücken oder umsetzen? Denn meine weiteren Überlegungen gehen vielleicht in die und die Richtung. Also auch das oder auch was du nicht mehr möchtest. Das heißt dann auch, also dieses Verhalten, da komme ich jetzt gerade nicht so ganz mit klar. Das ist auch nicht so wirklich mein Fokus, was ich mir unter Partnerschaft vorstelle. Ich stelle mir das und das vor. Vor und mein Partner sollte mich da gleichwertig und auf Augenhöhe auch behandeln, wie ich das auch möchte. Und somit wünsche ich mir natürlich auch den und den Umgang oder die und die Ausdrucksform. Es würde mich freuen, wenn wir beide dahin kommen. Also in dem Fall, was ich möchte oder was ich nicht mehr möchte. Das heißt, du gibst dem gegenüber, kann auch ein Kollege sein oder ein Chef sein, manchmal hat man da ja auch Thematiken, ein Anstoß, darüber nachzudenken. Vielfach sollte ich bitte auch bedenken, dass diese Personen, die da vielfach ein Problem mit haben, wenn man es so ausdrücken möchte, auch manchmal Zeit brauchen, um über das, was du gesagt hast, nachzudenken. Also ich habe da, wie schon gesagt, einen Anstoß gegeben, dann lasse ich dem auch die Zeit, die Möglichkeit, das sich damit auseinanderzusetzen, um dann gegebenenfalls, was vielfach meistens der Fall ist, anders auf mich zuzukommen, beziehungsweise vielleicht auch mal meinem Wunsch nachzugehen. Denn dann ist es nämlich unter Umständen sein Wunsch und er hat das ja entschieden und somit sind wir dann ja nicht mehr die Bestimmer. Wir sind also auch nicht Mama und Papa und Therapeuten und du solltest nicht und du müsstest nicht und du müsstest demnächst anders und du und du und du, weil damit kommt man vielfach nicht weiter. Die Herrschaften, die mir dann gegenüberstehen, sitzen, die haben dann vielfach tatsächlich das Gefühl, sie sind da wieder im Kindsein oder bei der Mama oder beim Papa, die da Kommandos geben oder ja, mich kritisieren oder ähnliches. Und dann wird es vielfach kein Gespräch, dann tritt der andere wieder in seinen Kindstatus zurück, verhält sich unter Umständen so, wie er das als Kind immer getan hat, weil er dann in sich dahingehend zurückfällt, in seine Verteidigungsposition, die er für sich angeeignet hat, zu seinem Schwert greift, wie ich manchmal sage, um sich zu verteidigen. Gut, dass das auch in vielen Formen stattfindet, sei es Rückzug, Weglaufen, nicht reden, bockig sein. Wir trampeln jetzt mit den Füßen auf der Erde herum, weil wir unseren Willen nicht kriegen oder nicht gesehen werden oder uns jetzt unbedingt durchsetzen müssen, was auch immer. Dann fallen wir auch wieder in den Kindergarten und ins bockig sein und meinen Kopf durchsetzen zurück.
wenn man da früher vielleicht mit Erfolg hatte. Aber wie gesagt, jeder anders, jeder individuell. Du weißt, was dein Herzblatt für Verhaltensweisen so an sich hat. Und dann kann man das sicherlich auch über eine andere Gesprächsform, über eine andere Ausdrucksform versuchen, in die Veränderung zu bringen. Ich sage bewusst versuchen, denn es gibt da durchaus die Dickfelligen und die also das nicht verstehen, was du streckenweise von ihnen möchtest, weil sie dir nicht folgen können, weil sie da sich schwer tun mit Selbstreflexion, vielleicht das unter Umständen auch gar nicht können. Ja, da gibt es natürlich auch die, die Egoisten sind, Narzissten sind oder solche Züge haben und die dann nur sich sehen. Ja, also da sollte ich dann natürlich wirklich explizit gucken, macht das auf Dauer Sinn, wenn ich hier nicht gesehen, beachtet werde und meine Wünsche, Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, sondern sich der andere immer nur in den Vordergrund spielen möchte oder dass man ihm nur Beachtung schenkt und seinen Wünschen und Bedürfnissen. Das hat im Endeffekt relativ wenig was mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe und im Geben und Nehmen, im Miteinander, füreinander und ja auch im Gemeinsamen, im Wir. Das hat damit gar nichts zu tun. Dann ist da jemand überhaupt noch nicht so weit, das auch wirklich zu leben. Und dann darf ich mich und sollte ich mich natürlich fragen, will ich das wirklich? Ist das meins? Komme ich dahin? Da sollte ich dann für mich eine Entscheidung treffen, denn es geht ja auch um mein Leben, um mich selbst, um meine Selbstverwirklichung des Lebens, so wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist dann manchmal nicht so ganz toll und einfach, wenn ich dann so einen Wendepunkt angekommen bin und eine Entscheidung für mich treffen soll, oder möchte, ja, weil ich ja eigentlich was anderes erhofft habe. Ja, aber nichtsdestotrotz, das ist manchmal das Leben und dann darf ich erkennen, dass ich hier vielleicht doch nicht so ganz an der richtigen Stelle angekommen bin, wie ich geglaubt habe. Und dann habe ich aber, das sollte ich dann nicht vergessen, wenn ich mich für mich entscheide, wenn ich weitergehe, in mir wachse, weitergehen heißt ja immer nicht loslassen, sondern auch durch den anderen für mich selbst lerne, mich selbst zu vertreten, zu mir zu stehen, mich zu äußern, mich zu lieben, wissen, was mir gut tut, wissen, was mir wichtig ist im Leben, dass ich da, Entschuldigung, auch zu mir stehe. Ja, dann wachse ich in dem Moment für mich selbst, habe somit ein anderes Level auf meiner Wachstumsleiter erreicht, bin aufgestiegen, gern auch im spirituellen Wachstum, hat damit ja auch etwas zu tun und schließlich und endlich sende ich auch andere Energien aus. Und diese Energien ziehen vielfach auch neue Menschen, andere Menschen, auch in ihren Verhaltensweisen anders, auch generell andere Situationen an, weil ich ja auch etwas von innen heraus neu aussende. Also nicht mehr diese alten Verfahren, ich muss jetzt tun und ich muss den anderen überzeugen. Ich muss da sein, ich muss abnehmen, ich bin Mutter Teresa, ich habe ein Helfersyndrom, weil ich gesehen, geliebt, beachtet werden möchte und verausgabe mich da total, gehe aber im Endeffekt damit dabei unter oder stellen sich körperliche Symptome ein, Burnout und ähnliches, weil ich zu viel tue. Das ist dann meistens höchste Alarmstufe, wenn sich der Körper schon damit in Resonanz befindet und halt, stopp mal, setz mal bitte die Ampel auf Rot. Ja? Also von daher habe ich auch auf mich zu achten. Und das ist ganz wichtig.
ganz wichtig, da mich in solchen Situationen nicht in Frage zu stellen, was schon wieder und warum kriege ich immer sowas und ich möchte doch anders, bin ich es nicht wert, habe ich was verkehrt gemacht, muss ich noch irgendwo in Veränderungen gehen und. Nein, ich muss nicht immer alles auf mich beziehen. Nein, auf dem Level laufe ich schon lange nicht mehr. Es gibt gewisse Umstände, wo ich sicherlich an meinen Punkten getriggert werde, das ist so, aber alle anderen sind auch, wie sie sind. Und ich kann jeweils nur für mich gucken, ob ich mit dem Gegenüber, was sich da gerade so in seinem Sein zeigt bei mir, in seinem Ich umgehen kann. Ja, denn ich möchte ja glücklich sein. Ich möchte sicherlich auch gesehen werden, wertgeschätzt werden und mich nicht immer oder nicht immer das Gefühl zu haben, ich muss um alles kämpfen. Ja, nein, wir müssen nicht kämpfen. Das Leben hat nichts mit Kampf zu tun. Es fühlt sich streckenweise so an. Da gebe ich euch komplett recht. Habe ich auch gehabt auf meinem Weg und ich bin auch öfter in den Situationen angekommen, die Dinge zu hinterfragen, mich zu hinterfragen, warum und wieso und weshalb. Und habe mich dann auch immer in Frage gestellt, habe auch viel auf mich bezogen. Nein, es hat nicht immer alles was mit mir zu tun. Nein, ja, es ist etwas, wo ich lediglich sicherliche Aufgaben habe, die hier vielleicht auch getriggert werden, und zwar in dem Moment etwas, ja gut, ich habe mich jetzt hier durchzusetzen, damit man mich dann sieht, denn Ja-Sager, die übersieht man meistens, weil sie ja immer zur Verfügung stehen und selbstverständlich sind. Nur Nein-Sager haben irgendwann das Wort und kriegen auch ihren Respekt und ihre Wertschätzung und man hört sie auch, wenn sie auch zu sich und ihren Ansichten und Meinungen stehen können. Und das ist sicherlich auch ein Weg, das zu lernen, dieses ich bin für mich klar, ich stehe für mich ein, ich vertrete mich selbst und ich weiß, was ich will und was ich möchte, was ich auf keinen Fall zulassen will in nächster Zeit oder überhaupt nicht mehr. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dahin zu gucken. Da sind die Wachstumschancen für mich selbst. Wer es möchte, ja, wir sind alle in, ich darf. Und ich kann, aber ich muss nicht. Das darf auch noch bitte jeder selbst für sich selbst entscheiden. Es ist euer Leben, es ist eure Verantwortung. Und ihr geht da letztendlich gesehen in eurem Leben für euch weiter. Und wenn ich gar nichts verändere, im Stillstand bleibe, weiter so verfahre wie bisher und nur in der Hoffnung bin, es kommt von alleine. Es wird sich alleine verändern, dann muss ich euch dann leider enttäuschen. Das ist nicht so. Ja, dann die anderen laufen auch auf ihrem Level und wenn die dich für sehr selbstverständlich halten, dann geht das auch so weiter wie gehabt. Dann sitzt man ständig im Hamsterrad oder in seinen Kreisläufen. Wird dann meistens auch irgendwann sehr unzufrieden. Manchmal, wie gesagt, oder eigentlich recht häufig zeigen sich dann auch körperliche Symptome oder Krankheiten, wo wirklich der Körper signalisiert, guck doch mal bitte da oder dahin. Ja, da hast du vielleicht was zu verändern und dann kann das auch anders werden. Ja, und darum geht es auch, wie gesagt, in den Gesprächen. Ich sollte mir verkneifen, diese Angst zu haben, wenn ich jetzt etwas sage, über mich rede, oh Gott, der andere könnte ja dann geschockt sein und dann ist er weg, ich will plötzlich was anderes, damit kann er nicht umgehen, dann habe ich ihn verloren und dann bin ich wieder alleine, dann bin ich einsam, nee, das will ich nicht, ich liebe ihn doch, der muss doch einsehen und sehen, wer ich bin und was ich hier mache und was ich hier tue. Dass ich da wichtig für ihn bin oder nicht, das hat er höchstwahrscheinlich schon alles erkannt.
Aber du bist so selbstverständlich. Er zollt dir nicht den Respekt, die Wertschätzung, die Achtung, die Liebe. Du bist zu selbstverständlich. Und darum gilt es hier auch nochmal verweisend auf den Vers von Charlie Chaplin: Als ich mich zu lieben begann, kann sich auch jeder übers Bett nageln, wäre nicht verkehrt. Das ist dasselbe in Grün, was ich euch gerade alles erzähle. Ist auch mein Weg gewesen und von daher, nein, diese Veränderung könnt nur ihr durchführen. Und ihr merkt das sofort. Ihr seid in neuen Energien, ihr seid in anderen Energien und diese Energie sendet ihr aus und darum kommt dann schließlich und endlich auch etwas anderes in allen möglichen Varianten und den Bereichen eures Lebens auf euch zu, weil ihr eine andere Energie aussendet. Wir sind nur Energie. Darum senden wir aus mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Visionen, mit Taten, mit unseren Worten. Es ist so, da führt kein Weg dran vorbei und das muss mir in dem Fall bewusst werden. Denn ich sende aus. Das ist nicht einfach. Nein, dieser Weg ist sicherlich nicht einfach. Die Erkenntnisse sind nicht einfach. Die brauchen auch Zeit. Die brauchen Geduld. Die brauchen Mitgefühl. Die brauchen Verständnis für mich selbst. Für mich selbst und diesen Prozess, wenn ich es will. Aber wie gesagt, das hatte ich schon gesagt, bitte. Jeder für sich selbst und so, wie er es selbst für richtig hält. Denn du weißt, was du willst, du gehst mit dir achtsam, behutsam, respektvoll, wertschätzend um und weißt genau, was du willst. Und du fühlst dich dann auch anders. Stell dir mal vor, du bleibst weiterhin in deinem Verfahren und wie fühlst du dich, wenn man ständig mit dir ja nicht liebend, nicht respektvoll, nicht achtsam, nicht sehend unterwegs ist? Wahrscheinlich nicht glücklich, würde ich sagen. Und deshalb kommt man dann natürlich, wenn ich da weiter fahre, auch nicht in diese Partnerschaft, die ich mir da unter Umständen vorstelle. Ja, wie soll das ein Miteinander, füreinander, ein Geben und ein Nehmen im Ausgleich, ein Wir geben, wenn ich immer nicht gesehen werde? Wenn meine Wünsche und Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden. Ja, wie gesagt, ich kann gewisse Dinge verändern in mir selbst, wie auch diese Ausdrucksweise und auch mein Verhalten, Nein sagen zu lernen, Grenzen zu setzen, wenn sie überschritten werden oder gar nicht beachtet werden. Ja, von daher ist es meine Aufgabe. Es betrifft mich selbst. Den anderen kann ich nicht verändern. Der kann nur sich selbst verändern, wenn er denn bereit ist, die Dinge auch zu erkennen und für sich zu erkennen, dass das jetzt wichtig ist. Sonst habe ich sie verloren. Sonst bin ich sie los. Dann geht sie, wenn ich jetzt hier nicht in die Veränderung komme. Und das bedeutet natürlich auch, wenn wir eine Partnerschaft gelebt haben, sind auseinandergerannt, haben, aus welchen Gründen auch immer, haben ähnliche Hobbys, Freizeitaktivitäten, wir sind im selben Fitnessstudio oder immer mit ähnlichen oder den gleichen Freundeskreis unterwegs und da gibt es dann die Feiern, wo wir uns dann wiedersehen könnten. Ja, auch in den Bereichen sollte dann Veränderung sein. Das klingt jetzt hart, ich weiß, aber du wirst keine Veränderung in dem anderen
bewirken, wenn du da auch weiterhin in deinem Verfahren und im Sicherheitsdenken und Tun bist. Also ich muss jetzt ja ins Fitnessstudio, weil der um die und die Uhrzeit immer da ist und dann sehe ich ihn, ja, wir haben den Freundeskreis, da ist jetzt die Feier angesagt oder ähnliches und ich muss da unbedingt hin, damit er mich sieht, vielleicht spricht er mich ja wieder an, vielleicht kommt er wieder auf mich zu und. Nein, wo bin ich da wieder? Ich bin wieder im Haben-Wollen-Brauchen-Modus. Ich bin in den Erwartungshaltungen. Ich bin im Mangel und Bedürfnis. Ich fahre immer noch auf der gleichen Stelle und befinde mich immer noch im Kreislauf. Ja, das heißt nicht, ich will euch eure Freunde nehmen, eure Fitness-Freizeitaktivitäten oder ähnliches. Nein, da will ich gar nicht hin. Es geht nur darum, dass ich trotz alledem durchaus eben mal nicht zu einer Veranstaltung gehe oder zu einer Feier oder zum gleichen Zeitpunkt, zur gleichen Uhrzeit ins Fitnessstudio oder ähnliches, nur um ihn zu sehen oder sie. Nein, ich fange an, mir meine Zeit so einzuteilen, wie sie für mich richtig ist und dann und schließlich und endlich auch mit den Aktivitäten, die jetzt bei mir wichtig sind. Vielleicht habe ich ja, weil ich der Meinung bin, ich muss so tun oder sollte es so tun, mich da eingefügt und bin auf seinen Bedürfnissen und Wünschen mitgelaufen. Und das waren vielleicht gar nicht meine, vielleicht sind meine ganz andere. Das muss mir klar werden. Und dann heißt es, ich richte mich neu aus. Ich nehme jetzt mein Leben in meine Hand, in meine Verantwortung und stelle mich neu auf. Ich definiere mich, ich muss mich erstmal neu finden und überhaupt finden und mich dann neu definieren und neu einrichten, um wirklich meins jetzt zu leben, um bei mir anzukommen, um ich zu sein. Das heißt auch, ich bin dann irgendwann durchaus die Königin. Ich setze mich auf meinen Thron. Ich habe mein Umfeld, mein Reich um mich herum, was jetzt so läuft, wie ich es mir vorstelle, wo ich glücklich drin bin. Und ich bin die Gebende und Nehmende und berücksichtigende, respektvolle, wertschätzende, achtsame, fürsorgliche, liebevolle Königin für ihr Volk. Ich bin durchaus auch da mal für die anderen. Aber dann, wenn es mir gut tut, wenn es für mich richtig ist, wenn es sich für mich stimmig anfühlt, dann bin ich diejenige. Dann tue ich auch. Dann sollte ich auch. Das ist alles kein Thema. Aber nicht mehr in dem Modus, ich muss das jetzt alles tun, weil dann kriege ich Aufmerksamkeit, Bestätigung, gesehen und geliebt werden. Nein, die Königin macht das nicht mehr. Die Königin ist über den Satz hinaus. Ja, und die setzt auch Grenzen, wenn nötig, und die hält sie aber auch ein. Weil wenn sie es nicht tut, wird sie unglaubwürdig und dann hat sie verloren. Ja, ich denke mir, das kann uns in dem Moment allen klar werden. Und ja, auch weiß ich, dass viele von euch bereits Kontakt hatten nach einem Stillstand, Rückzug oder einer Trennung von eurem Herzblatt. Und das bedeutet natürlich auch nicht, juhu, und er ist wieder da und ich falle jetzt in meinen in meinen alten Rhythmus und lasse alles fallen, was ich jetzt vorher irgendwo mal angefangen habe. Ich stelle mich sofort wieder ein und um und passe mich an. Nein. Nein. Das muss ich nicht. Derjenige muss merken, dass sich da was verändert hat. Ich bin offen, ich bin freundlich, ich bin distanziert, ich höre mir das an, ich beobachte, hat sich wirklich was getan. Ich höre auch die Dinge zwischen den Sätzen, die er mir sagt. Ich bin weiterhin konsequent. Ich weiß weiterhin, was ich will und was ich nicht will. Und ich sage das auch. So. Und dann kann ich ja sehen, was dabei rauskommt.
Hat er verstanden, dass ich mich geändert habe? Hat er begriffen, dass ich da nicht weitermachen möchte? Gibt er uns nochmal eine Chance? Das bedeutet aber auch, dass es jetzt in die Veränderung gehen sollte. Denn nur dadurch, dass ich in diesen neuen Energien bleibe, gebe ich ihm auch die Möglichkeit, sich selber anzugucken. Und hier sicherlich in dem Moment auch festzustellen, dass er grenzüberschreitend war, lieblos, ein destruktives Verhalten an den Tag gelegt hat, letztendlich gesehen mich nicht mehr gesehen hat, mich für selbstverständlich gehalten hat. So, und das ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt die Königin, ich bin jetzt die Frau, die freiheitsliebend ist, die zu sich steht, stark ist und genau weiß, was sie will und was sie nicht will. Sie liebt sich selbst und sie möchte geliebt werden. Sie ist auch bereit zu geben. Alles kein Thema. Letztendlich gesehen ist es aber so, dass ich nur über diese Schiene hier auch da natürlich Grenzen zu setzen und bei meinem Nein zu bleiben, da auch nicht umfallen, sehen kann, kann der andere mitgehen. Liegt ihm wirklich was an mir? Ist er bereit, auch die Schritte zu tun in seine Veränderung? Denn dann kann das diese Partnerschaft auf Augenhöhe werden. Dann kann das ein Wir werden, dann kann das ein konstruktives Gespräch werden und wir finden dann jeweils einen Mittelweg aus den Herausforderungen, die uns das Leben zeigt. Denn da wollen wir ja alle hin. Und nicht, ich soll, ich muss und ich meine, ich müsste das alles tun, um Punkt, Punkt, Punkt. Nein, das ist nicht der Weg. Und da sollen wir momentan ganz extremst raus. Ich meine, wir stehen und standen immer in Veränderung. Es ist so, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, sicherlich auch auf Wünsche ans Universum oder Veränderungen, dann hat sich das alles vor Jahren noch in die Länge gezogen. Also, was ich selbst in den letzten 7 Monaten alles erlebt habe, ging rasant schnell, muss ich jetzt ganz einfach mal sagen. Also, schnell ging es davor nicht. Und ich würde das so auch nicht zurückdrehen wollen. Aber diese Schnelligkeit in Häkchen mal, die überholt momentan recht viele. Und es kommen dadurch natürlich alle Dinge in mir hoch, die jetzt in Augenschein genommen werden wollen, die gesehen werden wollen. Ganz besonders Angst. Aber diese Angst, die da immer wieder hochkommt, die ist alt. Und die hat auch etwas mit Nicht-Liebe, nicht geliebt worden sein, nicht gesehen worden sein und zu tun. Das ist aber etwas, wo ich aussteigen kann, wenn ich das will. Ja, und darum ist es wichtig, immer wieder auf sich selbst zu schauen, nicht nur auf das Gegenüber, was tut der, was macht der, damit wir da hoffentlich ankommen, wo ich gerne hin möchte. Nein, so wird das nie was. Und es bedingt auch den nötigen Schritt für sich selbst zu tun. Nicht nur auf deiner Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Ja, und darum, wenn du hier weitergehst, zu dir selber stehst, die Königin wirst, dann bleib da bitte auch. Und nicht wieder umfallen, nicht zurückfallen, nur weil da jetzt jemand um die Ecke kommt, der dich total vom Sockel haut. Nein, sondern du bleibst bei dir in deiner Ruhe. Und du trittst jetzt so auf, wie du das auch in Veränderung gebracht hast. Und wenn derjenige dich wirklich liebt,
dann akzeptiert er das und dich vor allen Dingen. Und dann berücksichtigt er auch deine Wünsche und Bedürfnisse. Dann zeigt er dir auch, dass er dich liebt, dann will er dich sehen. Dann muss ich nicht darum kämpfen, dass ich ihn sehen möchte. Dann ist das, weil er das möchte, weil ich interessant bin, weil ich toll bin, weil ich Frau bin. Nicht abhängig, nicht im Mangel, nicht im Bedürfnis. Ich klammere nicht, ich kontrolliere nicht. Ja, ich, ja, ihr wisst, was ihr alles macht manchmal. Ja, mir fehlen gerade die Worte. Nein, aber es ist wichtig, da rauszukommen. Das bringt euch nicht weiter. Das bringt es nicht, nein. Und es ist wichtig, wirklich hier zu sein, bei mir zu sein, mein Leben, wie gesagt, auch zu leben, nicht alles auf den Kopf zu stellen und mich nach den Wünschen anderer zu richten. Nein, das ist nicht maßgeblich, darum sind wir nicht hier. Und ja, ich könnte jetzt noch ganz lange weiter verfahren, aber wie gesagt, es ist jetzt ein Auszug aus einem Online-Webinar, was ich gerne machen möchte im Herbst, sich selbst zu finden und was da jeder für Thematiken hat, sich das auch anzugucken, dann auch sicherlich mit den Tendenzen, das zu sehen, zu erkennen, zu verändern, was habe ich da für Möglichkeiten, um auch in meine Stärke, meinen Mut, meine Kraft zu mir selbst, in meine Liebe, in meinen Selbstwert, meine Selbstachtung, meine Fürsorge für mich selbst und zu kommen. Ja, das möchte ich euch jetzt so mitgeben. Ich freue mich, würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich dann zum gegebenen Zeitpunkt für das Webinar interessiert. Ja, und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntag noch oder einen Sonntagabend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ja, und alles Große, alles Gute in Licht und Liebe. Von Herz zu Herz, eure